Freunde, du kommst in einer Folge von Let's Play Pokémon. Feuerrote Edition. Es geht gegen den letzten. Der Top 4. Der Draft-Profi Siegfried. Wir müssen dann Mutters an erster Stelle stellen. Ich hoffe, dass wir direkt Glück haben. Der zukünftige Champ. Damit Vorteil, dass halt Siegfried doch eher Drachen-Pokémon hat, sind wir da eine sehr hohe Schwäche für Eis und Elektro. Oder Gyarados erst. Okay. Gyarados erst ist halt schon mal nicht smart. Okay, da haben wir doch verpokert. Okay, dann gehe ich mal direkt auf Fußball. Um halt Mutters nicht nochmal unnötig zu gefährden. Ja. Ja, ich dachte, wir hätten es gut, wenn wir schnell. Das wäre gewesen, wenn wir schneller gewesen wären, hätten wir nicht nochmal. Noch einfach machen können. Egal, so, let's go. Donnerschock. Wir müssen eine Schockwelle. Jetzt wird geheilt. Ja, Gyarados können wir uns einmal festnageln. Weil er heilt, er wird heilen, dann werden wir angreifen. Wieder. Entweder runterschwächen. Weil entweder muss heilen oder wir sind schneller heilt als er und besiegen ihn. Vorhin hat er auch eine Elektroschwäche zusätzlich. Dragonier, okay. Er ist ein Stempel wieder anmachen. Oh, was mal. Guter Fall, okay. Was? Okay. Als ob. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Als ob es uns one-shottet. Easy hält's durch. Easy. Gut. Dreimal. Danke. Komm mal bitte. Alter, als ob es nochmal einsetzen kann. Komm, wir würden es trotzdem besiegen können damit. Ja. Schön, Pokémon haben wir das nächste. Noch ein Dragonier. Alter, wir wollen doch fahren. Ich gehe mal auf Taubot, um dann wieder Dings ruhig einwechseln zu können. Und dann erstmal Dings zu heilen und dann halt Folge halt TikTok ins Rennen zu schicken. Race auch jetzt nochmal einmal Blutanfall. Nice. Oh mein Gott, wir haben es unterbunden sogar damit. Donnerwelle.
Nein. Es kommt gut am Fall. Okay, jetzt sind wir in einem echt denkbar schlechten Szenario. Weil wir jetzt natürlich die ganze paralysiert sein werden. Ich kenne das Game. Das würde ich mal aufhören. Oh yes. Jetzt können wir nur auf Glück vertrauen. Yeah! Nein! Bitte! Oh yes! Jetzt kommt der Punkt, wo wir halt extrem Probleme kriegen werden. Wir hätten doch Top-Genesung kaufen müssen. Schau, was in Paralyse ist gekommen. Mann, Hyperstrahl, hätte ihn durch. Er ist Level 60, Alter. Mutter werde ich auch nicht durchkriegen, also ich glaube, Siegfried wird verdammt schwer. Easy. Ah, das will ich nicht sagen, aber Tutok dürfte eigentlich einen Hit tanken. Tutok dürfte einen Hit tanken, zumindest. Bodyguard jetzt sein, okay, jetzt schon mal Vorteil. Dann können wir jetzt irgendwann da erstmal in die Paralyse vorgehen. Das ist auch wieder angreifend in jeder Runde. Gut am Fall, oh nee, ne? Als ich komme, davon halten wir drei Hits aus. Du willst immer nicht mehr schaden. Fehlbombe. Ach, vorne, da ist es vorher. Das war dumm, geplayt. Alter. Bitte von der Paralyse schicken, bitte. Bitte. Das, nein. Ich hab den Überfall. Jetzt er muss durchhalten. Alter. Also, die Situ wäre sich jetzt schon aktiviert. Bitte zwei Crits. Bitte! Oh mein Gott! Da kommt die Top-Genesung, nein! 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 Thank you.
Ich bin egal, wir gehen jetzt nochmal rein. Vielleicht in den nächsten Run. Ich bin egal, ich werde so lange die Tokolegenden machen, bis wir dann eben das Ding vorhin Level haben. Ich würde sagen, da hinten noch ein Versuch. Drei Blitze auf an erster Stelle stellen. Eigentlich muss ich tun, das muss das auf irgendwie auf. Noch vorkriegen. Höher kriegt er auch was entwickeln können. Pokale muss ich auch eigentlich entwickeln, zwar gar nicht. Jetzt haben wir eigentlich ein bisschen Sonne eingesetzt. Wenn wir aufgeben. Surfer easy, hält sich durch. Lorelei dürfte jetzt eigentlich relativ gut kontern können, weil wir schon auf dem Level sind. Austausch? Ja, kriegen wir auch hin. Da muss ich ja auch schon zu. Das ist super Volltreffer. Sind wir mit zu der 54 mit Mister? Lapras, okay, bei Lapras sollten wir auch drauf bleiben, Blitzer. Und dann hat es nochmal, oh mein Gott. Jetzt. Das ist schon mal saugut. Ach komm, man, bitte, bitte. Es war jetzt Hitobeere. Könnte unsere Chance sein, aber. Bitte, bitte. Oh mein Gott, jetzt. Oh mein Gott, yes. Das läuft jetzt richtig gut. Rosana, bei Rosana würde ich auf Kano gehen, auch eine schlechte Idee. Aber wir wollen die Erfahrungspunkte. Bitte Pokano, das wird ein Hit. Ja, fick dich. Egal. Im Alltag. Aber ich krieg sie aufgewacht, wer. Wer seinen Vorteil hätte, wenn wir mal am Ding sitzen können, egal. Ist jetzt so. Egal. Wenn wir jetzt nicht aufs Foto gehen können, kann er trotz seiner Erfahrung mit Level 46 erhalten. Danke. Nochmal fit. Auch wenn sie jetzt da nicht heim will.
Nee, willst du nicht? Bitte. Ja, guck mal, dann gleich 40. Also, regulär sieht eigentlich echt gar nicht mal schlecht aus. Da wird auf Mutter stehen werden, damit hoffentlich Mutter alle 50 kommt, wir dann zu Austausch weiter beginnen können. Wenn wir die letzte Attacke geben. Aber gut, dann würde ich sagen, dann ist die Gewanderung wertvoll, aber das ist nicht ganz so, dass ich das nicht mehr verkaufen kann.